Na, dann habe ich die Aufnahme an. Jo, so, dann würde ich sagen, Hallöchen und herzlich willkommen zum TTT mit dem Onkel, der auch parallel noch aufnimmt. Ja, Grüße. Und dem Tobi. Hallo. Und dem Paul, der Hallo. immer später ist. Ja, genau. Vor allem das Schwein immer zuletzt, ist klar. Natürlich. So, also ich bin komplett unerfahren in dem Spiel. Also jetzt komplett, ich habe es mal früher mal eine Runde gestreamt. Ich glaube, da war. Habe ich irgendwann mal gestreamt. Ich bin komplett unerfahren. Ich bin ein Anfänger und die sind alle böse immer. Die ganze Zeit schon. Wir haben so ein paar Testrunden gemacht und die sind ganz böse. Ja, oh, Und unerfahren das, sagt und man ja, das, aber und das, schon Lügen und Betrügen. und das, das Schöne ist, ich muss sagen, ich mache die erste Aufnahmesession mit denen. Mit den dreien. Mit denen. Denen. Das sind keine Schweizer, das sind keine Deutschen, das sind denen. Nee. und. Also das heißt, ich kenne die gar nicht, wie die reagieren würden oder sonst was. Also das ist ziemlich interessant. Mal gucken. Ja, immer mit Gewalt. Und ich bin auf jeden Fall ein Netter Naja. heute. Ich Das bin. Schöne ist, wenn du gerade anfängst und das Erste, was passiert ist, du bist tot in der Lava, da freust du dich schon auf so einer Map. Ja, TTT müsst ihr eigentlich jeder kennen, von daher brauchen wir jetzt nichts zu erklären. Nee, also ich glaube, das Also sieht man auch der. alles dann. Und falls ihr jetzt hier mal ganz Ja, kurz. Wo ist ich bisschen spiele gerade? heute zum ersten Mal. Ja, genau, ich spiel's. Na gut, zum ersten Mal nicht, aber. Ja, also der Negron, den ihr gerade gesehen habt, das ist der Paul. Der Yaldin ist der Kevin Der und der Aladin ist der Tobi. So, nur mal so, weil es stehen dann immer andere Namen. Natürlich nicht Tobi da, das wollte ich nochmal sagen. So, ja gut. So. Tobi ist bei mir. Ich Warum? weiß, er wird nur Ah, Schlawiner. ich sehe euch beide. Kevin. Was mich jetzt ein bisschen irritiert, wo ist. Ich war gerade wieder unten im Netherportal und könnte kotzen wie eine Fuhre Mist. Nein! Oh, gut, okay, ich dachte, bin runtergefallen. Benutzen. Wer ist denn das hier? Ja, Ihhh, na, Kevin! Okay. Muss man eine Schallplatte aufnehmen, das macht mir Angst. Ja, bei der Web ist das immer so ein bisschen. Hi! Ich Wie laufe ich denn gerade hinterher? Aladin. Tobi. Ja. Hi, Tobi. Oh. Alle laufen rum wie hier so eine. Oh. Die Schnittlauch. Sag Also, doch, Schnittlauch. ich habe nichts gemacht. Ist einfach nur runtergelaufen. Jordan hat voll auf den Sack bekommen. Ich wollte nicht. Das. Ah, Hier das ist. ist Paul. Paul. Piper. Ja, muss ich. Ich sehe da nur, dass sie die Leiche entsorgen, weißt du, fällt so vor meinen Augen runter. Oh nein. Ah. Verdammt! Okay, das war jetzt von dir aber taktisch nicht unbedingt perfekt, dass ich, wenn ich gerade deinen Namen 30 Mal sage, du mich abschießt. Entgehen lassen. Vor allem, Kevin steht neben mir, guckt mich an und gibt mir erstmal einen Headshot. Echt? Denkt Warum? mir auch nur so, warum? Bei mir hast du nicht getanzt. Du hast einfach nur eine Waffe in der Hand gehabt. Ich habe die Musik gehört und dachte, derjenige wäre oben. Ach so. Und dann, weißt du, dann sehe ich nur noch, wie Paul den Onkel einfach runterwirft, so vor meinen Augen, so ne? Die Leiche so Oh nein! Oh, so. Ich bin irgendwo in der Luft gespawnt, bin runtergefallen. Ich weiß, es ist sehr schlecht, wenn ich dann einfach so dastehe, mitten in seinem Gesicht und er redet und ich knall ja meine Rennen, aber ich konnte es mir nicht entgehen. Ja, ich war hier unten, ich hab's noch nie mitgekriegt, ich hab's nur gehört. Achso, da blieb wir Na an zu gut. tanzen. Boah. Wie komme ich denn. Ey, was ist das denn für ein beschissene Aber Scheiß-Chef? spätestens da, als du die Katzengun da genommen hast, wusste ich sofort, dass du das bist. Meine Ja, aber Vogel? ich hab doch gesagt, ich bin Achso. der Einzige, der den nimmt. Wenn ihr das hört, ich hab den Traitor. Und die scheint man auch zu hören, wenn du das Ding nur in die Hand nimmst. Ja, sobald ich die in die Hand nehme, kommt dieses Geräusch. Also ich bin grün. Grün. Ich bin grün. Ich bin grün. Ey, was ist denn jetzt hier los? Wirft da wieder jemand mit Kevin? Ich mach nicht. Wirfst du Was? wieder mit? Ach nee, Warte das ist der mal, Onkel, der mit Granaten um sich wirft. Hä? Ich hab Brecheisen in der Hand. Was? Oder das ist. Ach, das ist der Tobi, der mit Nades um sich Ja, schmeißt. der lacht doch die ganze Zeit Ich auch bin schon. bescheuert. Ich hab bloß einen Namen, ich hab bloß einen Namen vergessen, deswegen. Wo ist die Deswegen. Drecksau? Ja. Ey, ja, komm, geh weg. Und ach, Kevin hockt da oben und spielt sich an. Ach, schmiert sich sonst worum. Danke. Hm.
Jetzt muss ich eine andere Position. Meinst du jetzt echt, er ist es bloß, weil er Granaten wirft? Ich glaube nicht. Ich würde es auch nicht behaupten. Das Schlimme ist, hör doch mal auf, mich immer zu blocken, Junge. Ich bin gleich ins Netherportal. Oh, wer ist denn da wieder gefallen? Kevin? Nee. Ist da jemand gestorben? Hier ist einer raufgekommen, auf jeden Fall, sehe ich schon mal. Ist das ein Todesschrei gewesen oder nur ein Runterfallschrei-Gedöns? Ich sehe gerade Missing in Action. Was? Ich würde sagen, er ist von Kevin misshandelt worden. Von mir? Na, weil ich gerade die ganze Zeit mit Paul alleine war. Ich war hier unten in einem Gang von dem Leuchtturm. Wir haben es uns gegenseitig gegeben. Und genau, Paul war. Nein. Paul, halt. Ich kann euch sagen, wie er gestorben ist, wenn er mal hier zum Trader-Raum kommt. Ja, komm. Ja, ich komm mal zum Trader-Raum, genau. Ja, guck doch mal, was steht denn hier? Wo ist denn der Trader-Raum überhaupt? Ja, du findest keine genauen Angaben zu seinem Tod, weil er hier sich in der Tür festgebackt hat und deswegen gestorben ist. Wie kann man sich denn in der Tür festgebacken? Wo ist denn der Trader-Raum? Ganz du kurz. Kannst nur als Trader, also... wo ist denn der Trader-Raum? Wo ist denn der Trader-Raum, Kevin? Also ich weiß nicht, wo er ist. Wo ist denn der? Leuchtturm und dann links, da sind diese Türen, da steht aber auch dran. Ja, warte. Da steht Trader-Room dran. Ja, warte mal. Wo ist der? Verdammt Arschloch, ich hab jetzt überlegt, mein Gott, ich hab jetzt echt gedacht, der ist es, du Drecksau, wo bist du? Wie kann der denn, er kommt als Trader, er nimmt die Ausrede, er kommt da als Trader bloß rein, bla bla bla. Dann hab ich mir gedacht, wenn er kein, aber dann müsste ja das Spiel beendet sein, aber das, nein. I love you. Boah, scheiße, ich war mir so sicher. Vor allem, du knallst ihn ab und denkst nicht weiter drüber nach, dass ich der Letzte im Spiel bin. Doch, nein. Ja, aber er hat gesagt vom Trader-Raum. Wie passiert das mit dieser Tür? Du kannst durch die zweite Tür nur als Trader. Ach so, dann stimmt man durch die ersten, oder was? Durch die erste kommst du, durch die zweite aber nicht. Und deswegen, ich habe gedacht, du hast die Türe geöffnet, er ist reingelaufen, weil wenn du gesagt hast, als Trader kommt man nur dadurch und er ist gestorben, und du wolltest uns sagen, dass er der Trader war, geht ja gar nicht, weil dann ist das Spiel beendet. Ja. Ich dachte, jetzt hast du nicht so richtig nachgedacht und dann wollte ich abknallen. SRXXL als Spectre. Was? Wer ist das, der da noch mit reingekommen ist? Wenn du mal auf Tab drückst. Ja, ich sehe es gerade. Kann man den auch einfach rausschmeißen? Ich glaube, wir sollten diesen Server Passwort schützen, oder? Das wäre, glaube ich. Was ist mit Edward? Nee. Ach, Kevin hat wieder keine Ahnung, was er tut. Hä? Ja, ich überlege gerade, wie wir das machen können, dass man den hier. Kann man den einfach rausschmeißen? Oder? Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, wie mitten in der Aufnahme jetzt hier ist, natürlich. Ja, es ging wohl mit Dings nicht. Also mit, wie heißt der gerade? Weißt du gerade? JSRKXL. Was? JSR? Hä? JSRKXL. So. Ja, ich wollte das eigentlich. Ja. Ich war es aber nicht, ne? Also, er hat ihn gekickt, deswegen. Das war ich. Ja, ne? Also nicht, dass ich jetzt hier neben der Leiche stand, ja, ne? Ja, doch, dann, du bist Trader, auf jeden Fall. Was ist denn? Ja, das Problem ist, ich wollte den Server ja für 6 aufmachen, weil das ging immer nur mit 4, 6 und sowas, weil ja Tobi sagte, es sollte noch jemand dazukommen. Und das hätte sonst nicht gepasst, weil das sonst nur auf 4 gestanden hätte. Dann wäre es ja nicht passiert, dass jemand noch drauf joint, wenn wir zu 4 drauf sind. Achso. Und sonst mache ich jetzt gleich einfach, wenn wir die hier vorbei haben. Bei der nächsten Map-Wahl würde ich einfach machen, dass wir dann nochmal kurz neu starten. Das geht ja recht schnell. Ja, wir machen das sowieso nach der Map hier. Das ist die Aufnahme aus. Deswegen, alles gut. Das kriegt ihr ja nicht mit. Ja, das kannst du ja schneiden, wenn du möchtest. Ja. Mehr Tier gebrumpft. Warte mal, hier. Boah, endlich habe ich meine ordentliche Waffe. Ich renne die ganze Zeit und höre dir zu und habe keine richtige Waffe. Ich renne die ganze Zeit und höre dir zu. Wo ist denn der Tobi? Ich habe die Befürchtung, dass der Tobi zu ist. Ja, der Tobi ist tot. Oh! Bleib doch mal stehen! Ich wollte doch stehen bleiben.
Hä? Wo bist du? Hä? Unter Wasser. Warum ist der Tobi tot? Das war ich aber nicht. Das warst du. Ich war das überhaupt nicht. Ich war das überhaupt nicht. Den einzigen, den ich jetzt gekillt habe, war Paul. Das stimmt aber bei. Dann hat mich irgendeiner hinterlistigst ermordet. Das nur, weil ich da rumstand. Dann war es wahrscheinlich der Typ hier. Das kann auch sein. Oh. Oh, was ist, ich stehe hinter dir und du killst erstmal einen Paul, ne? Ja, das war dämlich. Also die 2 ist definitiv keine Traitor-Waffe. Ich hatte auf einmal eine Pistole in der Hand, das war sinnlos. Ja, das ist, glaube ich, nur eine Pistole, die Dingens ist. Aber. Manche Traitor-Waffen haben ja als Silent. Das Schöne ist, wenn du unten in der Lava spawnst, bist du grundsätzlich erstmal tot. Nee, warum? Ich hab's auch rausgeschafft. Wenn du dich nicht direkt bewegst? Wenn du mal guckst? Nee, ich stand direkt in der Lava. Achso, das ist so. Ich muss jetzt also wirklich warten. Jetzt habe ich erst Waffen und kann laufen. Es ist schön. Ihr verkackten Innocent Traitor. Mann, ey. Ist immer noch kein Traitor? Das hat mich jetzt mit dem Tobi so irritiert, muss ich ehrlich sagen, weil ich war's ja nicht und der saß auf einmal, hey, der ist tot. Kevin, Kevin, ich seh dich. Kevin, ich bin mit Kevin im Leuchtturm. Im Leuchtturm. Er ist mit Kevin im Leuchtturm. Und da holt er raus seinen Leuchtturm. Aladin schießt auf mich, glaube ich. Ach, gar nichts. Ich hab doch gerade Schüsse von dir. Ach nee, hast du eine Schrotflinte an? Hast du nur Schrotflinte an? Ja, nein. Nee, oder nicht? Okay. Ich muss mal die Maus langsamer stellen, ey. Wenn ich hier einmal rumrupf, dann drehe ich mich 3-mal im Kreis. Kevin? Paul? Ach komm. Okay. Wir sollten uns zusammen jetzt tun, Tobi. Tobi? Ja? Tobi? Wir sollten uns jetzt zusammen tun, weil Kevin. Oder bist du's? Nee, du warst ja die ganze Zeit hinter mir, ist ja Quatsch. Tobi oder Kevin ist es? Ich dachte, das ist Tobi. Oh Gott, ich bin so blöd. Warum hast du auch bloß noch so ein bisschen Energie gehabt? Was hast du denn gemacht? Oh Mann. Ich habe jetzt einfach vor Schreck geschossen hier. Mann. Wo bist du? Ja komm, jetzt redet doch wenigstens mit mir. Ist doch jetzt egal. Tja, hättest du mal vorher im Leuchtturm geguckt, wer da noch liegt. Ich hab schnell Tobi gesucht, ich wollte mich mit ihm verbünden. Und dann ist meine Kugel. Und dann hast du ihn erschossen. Mein Finger sitzt ziemlich locker. Ich wollte mich mit ihm verbünden. Zack. Ja. Kevin? Ja. Wo bist du? Ich weiß noch nicht. Ich versuche es noch herauszufinden. Mhm. Was ist das denn hier? Du. Das war eine Fake-Lage oder sowas, oder? Das war ein Boom-Buddy. Oh, ich glaube es nicht. Ich hasse Kevin. Er nimmt mich nur an und dann haut er mir auch noch einen Bumerang in die Fresse. Ja, die wollte ich eigentlich nehmen, deswegen habe ich auch so nicht angeschossen. Oh, dass du gar nichts gesagt hast, wenn du dich schon mal vorher angeschossen hast. Habe ich doch gesagt, Kevin, hör auf mich anzuschießen. Ach so, hast du? Ich habe gesagt, wenn ich mit dir rede, ist Kevin das schuld. Kevin, hör auf. Echt? Das habe ich nicht. Eben. Und dass ich jetzt Tobi erschossen habe, war einfach eine Schreckreaktion. Das war Schreckreaktion? Ja. Entweder ist es Mein Gott, ich war 3 Kilometer weit weg und hatte eine Schrotflinte in der Hand gehabt. Was kann ich dafür, wenn er sofort umkippt? Das war immer noch eine. Ich hatte eine Schrotflinte in der Hand gehabt. Aber schön, dass du meinen Boom-Buddy benutzt hast. Mann. Ich hab den extra reingelegt. Eigentlich sollte das so. Hätte das so funktionieren sollen, dass Tobi lebt und ihr beide runtergeht, um zu gucken, wer jetzt von uns tot ist. Oder ob wir beide tot sind. Ne? Hätte dann geguckt und da wären dann beide gestorben oder so. Aber gut, so ging's auch. Ja. Ey, warte mal, du kannst Zug fahren, komm her. Nein. Wer bist du überhaupt? Ich weiß gar nicht, wer du bist. Ach, der Kevin. Ich komme hier nicht raus. Ich hab Diamanten, komm her. Nein! Bleib doch mal stehen, ich hab Diamanten. Nein! Doch, komm her, ich hab Diamanten hier. Willst du haben? Nee. Wer will Diamanten? Ich hab Diamanten. Ich hab hier eine Pistole, wer will die haben? Nein, ach Quatsch, ich hab hier wirklich Diamanten. Guck hier. Ach, das ist ja Tobi, den interessiert das ja gar nicht, der sagt ja gar nichts. Hä, was ist das denn? Das ist ein Diamantenblock, da.
Ja, du kannst auch einen Goldblock mitnehmen und den irgendwo in einem Haus rauflegen und dann steht da, drücke einen Hebel und dann passiert irgendwas. Ich genau. habe keine Ahnung was, aber ich ignoriere es einfach. Dann kann das ist ein Trader-Tester dann. Ah. Wie funktioniert das Ding denn? Musst du rechte Maustaste und dann kannst du die Dinger anheben. Ich gehe aber nicht in die Nähe. Wenn Kevin der böse Bub ist, macht das gleich. Natürlich. Ja, dann wär's schon lange so weit gewesen. Das stimmt allerdings. Dann wären wir eigentlich schon alle durch. Euch bin... Oh, gefallen. Oh, du Boom. Ah, au. Hä? Alter. Ach, ist ja geil. In dieser Kiste, da kommen Waffen raus. Was ist das denn hier? Bewegt euch mal nicht so schnell. Bewegt euch mal nicht so schnell. Ich kann eure Namen überhaupt nicht sehen. Ja, das Kevin, ist Tobi. Ich bin okay. Fast ah, das Kevin. Ich hab's gesehen. Kevin. Was? Oh. Ich muss meine Maus einstellen, verdammt. Mein Gott. Dann stell deine Maus endlich. Ja, ich muss deine Maus einstellen. Warte. Ich hab einfach nur so gerade eben so ein Kadaver wegfliegen. Ja, ich auch. Ich hab's gesehen, wie er ihn gekillt hat. Ich hab doch gesagt, wenn ihr keine Ahnung habt, dann ist Kevin ist schuld. Wahnsinn. Ich konnte mir auch die ganze Zeit so denken. Der ist mir die ganze Zeit hinterhergerannt, als er Onkel gesehen hat, dreht er um. Ja, das ist ja das Schöne. Ich wollte mir eigentlich doch die Jihad-Bombe kaufen, weil ich habe vorher schon ein paar Sachen gekocht und hatte dann nicht mehr genug Punkte leider. Wie ich halt die ganze Zeit... Ich merke grundsätzlich schon wieder, wie es ist. Wenn Kevin die Wahl hat, einen von uns zu töten, bin grundsätzlich ich sein Opfer. Du standst da gerade so perfekt. Und wie ich erst die Maus verrissen habe, bis ich ihn mal getroffen habe. wie geil Paul geflogen ist. Das sah schon echt genial aus. Du hast erst gewollt gewesen. Der hat richtig einen Attermann gemacht. Ich bin im Optionsbedingungen Mauseinstellung, ne? Also keine Angst. Ich bin. Achso, nö, nee, ist ja genau. Jetzt geht's erstmal los. Jetzt geht's erstmal los. Alles gut. Ja, natürlich. Grundsätzlich kämpft ich erstmal. Ja, warte mal. Ja, ich bin fit. Ich glaube es nicht. Och Gott, scheiße, ich hätte das Battle.net-Update nicht anklicken sollen. Alter. Was? Warum hast du gerade ein Battle.net-Update? Hä? Weil er auf einmal damit ankam. Battle.net macht irgendein Update. Frag mich bitte nicht. Aber es ist aus, jetzt geht's wieder. Dann haben wir irgendwo eine Granate und dann... Ja, irgendwo war eine Granate. Hallo, Onkel. Hallo. Ah, ne, ich hab eine. Ich will mal was ausprobieren. Mich stört, dass der Tobi da oben so rumsteht. Ich wurde auf mich geschossen. Ne, das war doch nicht. Okay, alles gut. Okay. Hallo, Kevin. Hi. Hallo, was? Kevin. Kevin! Was? Der Paul. Ja, hier, brennende Barrikade. Hier, ne? Warum hier bist du unbewaffnet? Das ist doch... Ja, ich wollte den Transporter aufhalten. Ach, Transporter. Kevin. Ja. Kevin will den Transporter aufhalten. Boah, überall diese Brandgranaten, genau. Scheiße. Kevin. Transporter. Kevin. Was denn mit Weichwater? Die Map ist ziemlich klein, oder? Ja. Ja, die aber ist du kannst halt klein. Auch in diesen Never. Aber ich bleib jetzt einfach immer, beim Paul, weil. Ja. Weil der wird sowieso. Der wird immer als erstes getötet. Achso, dann. Oh, er wird gerade angerammelt. Angerammelt. Das sei ich komisch auch gerade. Nein! Komm, wir gehen. Ich bin jetzt schon wieder fest. Komm, ich bin dafür, wir gehen alle mal in einen engen Raum. Nein, Kevin. Da passiert bestimmt nichts. Hallo, na, was hast du da? Deswegen wolltest du vor uns mit ihm auch ein Leuchtturm, wegen den engen Raum. Ja, das ist ja was anderes. Da gehe ich ja nur mit Kevin hin. Achso. Da weiß ich, was mich erwartet. Kevin! Ich will dich die ganze Zeit schubsen. Das bin ich! Ich bin ich, wollte ich sagen. Falsche Ausdrucksweise. Ich bin ich. Es macht gerade Spaß, dich zu ärgern und sagen, es fetzt. Der Aludin ist wieder mal. Schubst dich immer mal. Schon wieder. Kevin, das war's. Fetzt schon wieder. Ich will doch bloß die Leiter hochgehen. Ja, warum bist du hört? Bestimmt, weil er. Warum bist du hört, weil er ein Idiot ist? Baby, don't hurt me. Oh Gott, nein, ich hab nur noch 12 HP. Ich bin gerade. Runtergefallen. Doof, ja, das stimmt allerdings. Mhm. Oh. Kevin? Warte mal, da oben steht. Da oben steht Paul. Paul, du Schlawiner. Paul ja. Steht oben. Ich bin eine richtig geile Drecksau. Oh. Mhm. Ich bin die geilste Drecksau, die es hier gibt. Der Paul. Verpiss dich. Warum seid ihr alles angekackt? Seid ihr zu blöd zu laufen? Ich bin. Du bist so doof. Scheiße! Alter, das sind alle angekackt! Oh Gott, Alter!
Er steht halt genau neben mir und macht dieses Schuss. Ja, ihr wart so angekackt, ich dachte, das kann ich mir hier gehen lassen. Aber ich hab erst ich hab Tobi den Bumerang ins Gesicht gehauen, aber das war Kevin. Und ich war doofer als du, weil ich dann die Pistole gezogen habe statt der Schrotflinte. Ich hab mal ganz kurz ein Zahn. Jedes Mal, wenn ich versucht habe zu schießen, ist die Waffe einfach irgendwie nach rechts weggezogen. Dann habe ich mich nie gesehen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal einen Quit und dann kannst du alles einstellen. Jupp, bin schon dabei. Trennen wir erstmal die Verbindung. Alles klar. na dann tschüss. Ciao. Tschüss.